Och nö, nicht dieses Level. Harte Musik ändern. Ach komm schon, wie habe ich das damals noch geschafft? Genau, am Sack von Udo. Tentacle Kudo. Bla 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 bla. Am Sack von Udo. Oder man kann es ja oder mit dieser Pissa oder andere Pissa am Sack von Udo. Das ist ein perfekter Agathe Bauer Song, aber wirklich. Okay, jetzt weiß ich, wie ich da hochkomme. Pissa am Sack von Udo. Ja, Leute, wenn man es mal richtig hinhört und den, die Sprache nicht kennt, hört man nur das. Ich weiß, die singen was ganz anderes als ich, aber... Aber so könnte ich... hört sich doch 1A gleich an. Ach komm schon, ich war im Schlüssel. Einspringen. Ach komm schon, wieso bin ich jetzt nicht hoch genug gesprungen? So wie hier. Ja, da wusste ich irgendwie, dass ich schon hoch genug springe. Ich hab die Kraft, oder? Ah, ich weiß wieso. Ich spring da zu früh ab. Wenn man zu früh abspringt. Wow, cool. Vielleicht schaffe ich so eine gute Zeit. Ah, das war zu weit. Am Sack von Ludo. Oder man kann es ja, oder? Wie die Pissa oder andere Pissa am Sack von Udo. Viva, nur Sora. Oh, komm schon, kein Great Ape Plus. Es gibt's doch nicht. Ich sagte doch, wenn ich will Great Ape Plus über. Ich weiß auch, wo mir die Zeit weggeflogen ist. Ah, ist das hoch? Da nicht, sondern hier habe ich vorhin den Schlüssel nicht richtig geholt. Jetzt habe ich es doch. Oder ja, gut. Hätte mich aufgeregt, wenn ich jetzt nicht Great Ape Plus bekomme, aber ich habe mehr als 3 Sekunden. Erstmal die Warp Zone. Warp Zone! Genau die Animation von Super Meat Boy hat mir irgendwie vorhin gerade gefehlt. Am Sack von Udo. Oder man kann es ja, oder? Oder lieber Pissa. Oder andere Pissa. Am Sack von Udo. Komm schon. Klopsis. Macht viel Schä. Ah, da ist noch ein Klopsi gewesen. Ja. Ah, jetzt muss ich hier wieder warten. Wieso kommen da 4 Stück? Wegen dem muss ich echt extrem lange warten. Okay, hier ist eigentlich keine Zeit. Zack, zack, zack. Ui, zack, zack, zack. Ui, jetzt muss ich eigentlich nur gebondet so. Zack. Yes! Schön! Level 1 bis 2. Okay. Hab ich das nochmal gemacht. Okay. Ah, doch, ich wusste doch, da kommt doch einer. Deswegen habe ich nicht gesprungen. Nein, ich lande direkt auf dem Klopsi. Warte mal kurz. So, das ist schon ein bisschen näher gerückt. Ach komm schon, ich springe auf ein Klopsi. Oh Klopsi.
Was machst du da, Klopfi? Du bist böse zu mir. Los. Nein. Scheiße! Blubberbären. Mir gefällt dieser aus. So jetzt. Blubberbären! So. Ich mach das doch. Och nö. Komm schon, gemein Blubberbären-Klopsis. Seid ihr auf der Seite von Blubberbären oder was? Oder auf meiner? Ich glaube eindeutig von Blubberbären. Seid so böse zu mir, Klopsi. Was ist denn eigentlich, Klopsi? Fuck. Wow. Die Klopsi sind sowas von schnell Lichtgeschwindigkeit. Weiß genau. Schön. 1-1, komplett mit Bondage. 2-1, gibt noch keine Bondage. Zack. Das war knapp. Wow. Böser Blubberbären-Klopsi. Böse. Ich bin Meatboy, ich bin aus Fleisch, ich hab die Rechte. Boah, das war knapp. Boah, ich lande echt auf so einen Blubberbärenklopf. Ja, spring gleich noch in Klopsi rein. Tapper. Boah, juhu. Yeah! Brumm. heute bin ich gut drauf. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen. Wohohoho. Wie soll ich da jetzt rauskommen? Egal, ich muss sterben. Oh, Mist, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Dem muss ich Pflaster holen. Ich muss ehrlich gestehen, diese Boxen habe ich noch nie geschafft. Nein! Ich springe ohne Speed. Ach, komm schon. Meatboy, sei kein Blubberbär. Komm schon, Meatboy. Klopsi sind Blubberbären. Das weiß ich. Ich weiß, sie arbeiten für Blubberbären. Ich habe es eindeutig im Gefühl. Ich kann es spüren mit meinem magischen Aura Level Stufe 2. Welche werden sich fragen, ob ich besoffen bin beim diesem Let's Play. Und ich kann euch vergewissern, nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nur gut drauf. Jetzt werden sich einige fragen, was ist, wenn die gut drauf sein? Nein, ich nehme keine Drogen. Nein, wirklich nicht. Komm schon, Blubberklopsi. Blubberklopsi, das ist ein cooler Name für die Kita. Blubberklopsi. Ja, nee, das sag ich euch lieber nicht. Ja. Oh ja, bald kommt doch die Minecraft noch 1.8 raus. Darauf freue ich mich. Ich weiß nicht, ob ich das so ein Display mache, aber wahrscheinlich zu 300%ig nicht. Ja. Weil es gibt schon so viele Minecraft-Let's Plays und so. Und ich baue gerade dann eine Adventure-Map rum. Ja, ich baue eine Adventure-Map. Ja, ich musste mir dazu einen bestimmten Mod holen, die ich aber nur in meiner Adventure-Map benutze. Weil meine Spielwelt benutze ich keine Mods, dafür benutze ich mal irgendeine, wie nennt man es, wie heißt Graphic oder
Boah, ich weiß nicht, wie die Grafikteile heißen. Ah, genau, Texturenpack. Genau, ich benutze da nicht meinen Texturenpack. Weil ich spiele einfach, weil ich Minecraft einfach so mag, wie es ist. Und ich verstehe nicht, wieso Leute immer rumnörgeln an der Grafik. Wenn die Grafik dir nicht passt, sonst in Minecraft spielen, finde ich. So. Nein, 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 nein! Boah, Blubber Bernd! Komm schon, ich will diese Warpzone. Ich habe Zweifel dran. Ich kann bei der Warpzone nicht ändern. Ich kann hier keinen Charakter ändern. Wenn ihr wollt, zeige ich euch, dass es wahr ist. Switch Character. Character Select Disable. Character Selection Disable for this level. Ja. Also muss ich es mit Meat Boy machen. Deswegen spiele ich auch so viele mit Meat Boy. Weil eigentlich zum größten Teil eher einfach ein Muss ist. Genauso wie beim Endboss. Da ist auch ein Muss. Ich weiß nicht, ob ich das 7. Kapitel auch spielen soll. 7. Kapitel? Was? Werden sich jetzt einige fragen. Ja, es gibt 7 Kapitel. Oder noch die Mystery Balls. Oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Also die, es gibt auch Level, die nicht zum Spiel dazugehören. Und ich weiß nicht, ob ich die auch Let's Playen soll. Deswegen werde ich mal dann später auch eine Umfrage noch machen, ne? Wenn es in Super Meat Boy gegen Ende läuft, ob ich das machen soll oder nicht. Ob ihr ob Lust habt auf Super Meat Boy oder schon auf mein nächstes Projekt. Nicht letztes Projekt. Okay, letztes Projekt war auch Bulletstorm. Darauf haben bestimmt noch einige nochmal Lust. Aber nee. Dann habe ich meine Seite ein bisschen geändert. Ich habe ein neues Layout. Und ich möchte mich erstmal für bei. Oh, wie heißen die nochmal? Das weiß ich leider nicht auswendig. Aber wer schaut einfach auf meine Seite. Unten steht von denen der Name. Ich empfehle sie euch. Die sind echt top, die Leute. Und die sind auch wirklich freundlich. Ich habe die einfach angeschrieben und gefragt, ob sie es machen können. Die haben ja gesagt. Ich musste dann. Hab die schon abonniert gehabt. Und ja. Okay, ich habe sie erst dann abonniert, aber. Ich will nicht lügen. Ich habe sie erst dann abonniert und die haben echt gute Arbeit geleistet, muss man echt sagen. Und wir haben die Warpzone geschaut! Bam, bam, bam! Geschaut? Geschafft? Wie komme ich jetzt auf geschaut? Ach, ich rede ja von ihrem Channel. Genau. Schaltet, geht auf ihren Channel, abonniert sie. Wirklich, das sind echt top Jungs, die kennen sich wirklich mit Computern gut aus und. Ich finde, die haben mehr Subscriber verdient, weil die echt. Ich sterbe an Dreckies. Weil die haben eigentlich viele Subscriber verdient, weil die echt schöne Tutorials machen. Die erklären echt eigentlich alles, was man braucht. Wie man zum Beispiel ein eigenes Intro erstellt, erklären sie. Daran. Ich weiß nicht, ob ich das selbst auch erstellen soll. Weil ich habe zwar die Programme, aber ich bin nicht so ein Künstler. Das ist nicht so für mich. Ja, ich habe übrigens Payday Plus. Ja, ich bin halt nicht so ein großer Künstler wie die. Und deswegen empfehle ich die euch lieber. Und wenn ihr Fragen habt, irgendwas, stellt's denen. Die sind echt top, nett. Die sind hilfsbereit. Und ja, ich muss echt ein großes Lob an die aussprechen. Also bitte abonniert sie. Und ich habe auch mit denen überhaupt keine Abmachung getroffen, dass ich das sage. Aber ich finde die selbst einfach nur klasse und deswegen erwähne ich das. Und ja, man muss nicht auf mich hören, wenn man nicht will. Aber ich glaube, ich poste auch den Link von ihrem Channel unter dieses Video. Ich weiß nicht, ob es überhaupt nicht, ob ich jetzt das Video da schneiden muss oder nicht. Wenn, dann poste ich, wo ich das gesagt habe, dass ich den Kanal von denen unter mein Video poste. Weil die sind echt top. Und ja. Oh, ich habe kein Great Day Plus. Blubberbert, genau.